Eine verlassene Lungenklinik im Harz. Ein rätselhafter Todesfall. Ein dunkles Geheimnis. Was geschah hier vor 60 Jahren wirklich? Wie starb Anneliese Möllenhoff? Zwei Männer wollen die Wahrheit herausfinden. Wir sind Ulf Bender und Conny Burmeister vom Paranormalen Verein Kloppenburg. PVC. Die furchtlose Filmstudentin Biggie hält die Mission mit der Kamera fest. Was sagen die Menschen hier in Güntershausen über den Güntersberge. Was sagen die Menschen in Güntersberge über den Spuk hier im Albrechtshaus? Wir sind heute bei den Landfrauen. Nein, bei den Maikranz-Bindefrauen. Was sagen die Menschen hier in Güntersberge über die Maikranz-Bindefrauen? Nein, über den Spuk im Albrechtshaus. Also, was sagen die Menschen in Güntersberge zum Spuk im Albrechtshaus? Wir befragen die Maikranz-Bindefrauen beim Maikranz-Binden im Feuerwehrdepot. Die Geisterjäger vom PVC stoßen auf übersinnliche Phänomene, als wäre es das Paranormalste der Welt. Zusammen entdecken sie die dunkle Seite des Harzes. Harzer Käse mit Gänseschmalz. Geh nicht daran, sonst kommt die Feuerhexe und zieht dich in den Ofen rein. Ich würde da nachts nicht allein gehen, auf keinen Fall. Zu spät. Sieh was. Ja, da kommt sie. Kann Medium Corinna Kontakt zum Geist aufnehmen? Anneliese! Darf man die überhaupt duzen? Die ist 106. Was das Medium Corinna nicht weiß, Ulf und Conny sind gar keine echten Geisterjäger, sondern die Grimme-Preis-gekrönten Komiker Dennis und Jesko, die gerade einen Gruselfilm drehen. Und alle, die nicht bei drei aus dem Bild sind, werden Teil dieses Films. Der Fall Anneliese Möllenhoff. Sagt Ihnen das was? Es gibt wirklich irgendwelche Dinge, die sind einfach nicht zu erklären. Warte mal, ich stelle kurz eine Lichtsäule in die Mitte des Raums. Finde Frieden, finde Ruhe. Die Lichtsäule ist ganz schön schwer, ich kann das nicht mehr machen. Finde Harmonie. Wer ist das? Ulf! Conny! Die Geisterjäger mit Dennis und Jesko. Massengeschmack TV. Gleich anmelden und 14 Tage kostenlos testen.